Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Übersicht von unserem Simutrans-Server, den wir mit dem Comic-Pack-Set bespielen. Es ist schon ein bisschen was passiert. Ich würde sagen, wir fangen wieder oben in der Ecke an. Neue Mitspieler haben wir noch keinen. Wenn ihr Interesse habt, vielleicht sogar noch mitzuspielen, der ein oder andere von euch, dann bitte einfach eine PN an mich und dann bekommen wir das schon hin, dass ihr dann auch mal eine Runde mitspielen könnt. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Bereiche frei, die bespielt werden können. Einer ist noch in Reserve, den wir momentan noch verplant haben von den Spieler, der Probleme mit Simutrans hat. Und ansonsten haben wir noch 4 Bereiche hier frei. Einziges, worum ich bitten würde, ist, dass wenn ihr mitspielen wollt und die PN denn an mich geht und ihr wirklich dann mit ins Spiel reinkommt, dass ihr das Packset bitte nicht einfach weitergebt. Und ja, ansonsten fangen wir mal hier oben bei Flambrave wieder an. Flambrave kennt ihr ja aus dem Simutrans-Forum, aus dem Deutschen. Und hier ist noch nicht viel passiert. Fahrgäste werden hier auch noch nicht transportiert, sehe ich gerade. Nee. Warum liegen hier zwei Waren? Ist doch nur eine, oder? Bier und Wein. Hey, wo hatten wir das, den Wein her? Das muss ich nachher mal klären, wo der Wein herkommt. Ja, der wird bestimmt hier von... Ja, hier unten. Von Cruiser wird der Wein angeliefert. Da muss ich nachher mal gucken, weil, ja... Wein will ich auch haben für meine Dinger. Auf jeden Fall, hier ist noch nicht viel passiert. Ein bisschen Güter. Das Weingut hier halt, ne? Aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Bei Cruiser sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier ist schon so ein Übergangs-Güterbahnhof, der von Flem, Brave und Cruiser gleichzeitig genutzt wird, wenn ich das hier richtig beobachte. Und hier ist dann halt auch schon so die ein oder andere VT95 unterwegs, für Fahrgäste hin und her zu transportieren. Und ansonsten noch nicht komplett zweigleisig ausgebaut, das Ganze. Immer nur mal so stückchenweise. Ziemlich viel Güter sind hier unterwegs, aber die Strecken hier auf der Karte, die sind auch relativ länger. Und, ja. Dann geht das hier weiter bei Taurus. Der spielt ja eher mit den britischen Zügen. Und, ja, der ist eigentlich so der weit vorangeschrittenste Spieler hier auf der Karte. Der hat hier auch schon relativ viel Fahrgastumsatz, beziehungsweise liegt es momentan an mir, dass die Fahrgäste sich dort ein bisschen stauen. Das muss ich mit ihm nachher mal besprechen, dass ich dort andere Züge einsetzen kann. Hier ist schon so ziemlich alles zweigleisig ausgebaut. Und ja, entsprechend halt ganz normal die Güter noch, Kohlebahnhof, das Kohlekraftwerk wird ganz normal versorgt. Ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt mal ausreicht, um genug Strom zu liefern. Ich glaube fast nicht. Wir müssen mal hier oben gucken. Das können wir ganz normal gucken. Doch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Weil das ist auch wichtig für meine Gaststätte, beziehungsweise für meine Brauerei, dass sie kontinuierlich irgendwelchen Strom bekommt. Und dann sind wir auch schon bei mir. Ich habe meinen kompletten Bereich hier auch schon zweigleisig ausgebaut. Also der ist wirklich komplett zweigleisig, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Hier oben fährt meine VT95 und wie gesagt, hier stehen auch 10.000 Fahrgäste, die irgendwo hin wollen. Die meisten wollen nach Hamburg, das heißt, ich werde hier mal in den nächsten Stunden nochmal ein bisschen dran rumbasteln. Neue Züge auf die Gleise setzen und ja, dann mal gucken, Bier staut sich hier auch, da kann ich auch mal gucken, ob ich das Auto abtransportiert bekomme. Auf jeden Fall hat sich viel getan hier im Spiel und ja, wir werden halt weiter schauen, dass ich euch hier auf dem Laufenden halte. Hier sehen wir auch, dass ich so ein bisschen mit den Gleisen rumgespielt habe, also hier habe ich eine Hamburger S-Bahn, fahren eine 472 ist das, glaube ich, oder nee, eine BR470. Und hier habe ich so ein bisschen mit den Gleisen rumgespielt, weil unser Güterwagen hier mit dem Hopfen, der fährt halt an einigen Stellen, kann er schon schneller fahren als die 100. Die Gleise zulassen. Deswegen habe ich dann hier so ein bisschen 130er Gleis, damit der Zug dort schneller vorankommt und nachher nicht behindert. Ja. Ansonsten, wie gesagt, kriegt ihr alle 2-3 Tage nochmal wieder so einen Überblick über den Server und dann sehen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt hier. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, ein Dislike natürlich auch. Dann aber bitte in die Kommentare schreiben, warum ihr disliked habt. Wenn ihr mitspielen wollt, eine PN an mich, entweder hier oder im deutschen Simutrans-Forum. Dort heiße ich übrigens auch Ramagani. Facebook könnt ihr ansonsten auch nutzen oder bei Google+. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, denn wie immer von mir eingepflegtes, reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.